Hey Skatfreunde, zurück von der großen Bühne des internationalen Skates in mein Wohnzimmer, wo heute wieder eine Runde Rocket angemischt wird. Die kleine Wochenrakete gegen die Meerjungfrau. Wenn ihr mich schlagt, gibt es eure 5 Euro zurück. Erstes Spiel, schöner Ansatz, drei Buben mit Kreuz und Pik, aber nichts dabei. Kommen aber für 18 ran, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also Frohgemut reingeschaut und Weltklasse-Findung, Herz, Bube und Pik Ass. Jetzt habe ich natürlich ein sehr schönes Spiel, ganz solide, der Kreuz, der Gang ist mit 5 Abgabestichen natürlich viel zu gefährlich. So, 6 Augen im Keller, ja, da wird in aller Regel nichts passieren. Aufschlag Pik könnte einen verleiten, hier zu schnippeln, dann kann das Spiel aber natürlich brandgefährlich werden, wenn danach Spieler 2, der vermutlich blank ausgespielt hat, gerade in der Übergabe Herz trifft, ich dann in Mittelhand kommen, bedienen muss, dann Pik 10, Pik Ass, Abstich und noch ein Stich mit Pik König draußen, dann ist das Spiel schnell Geschichte. Also die Schneiderambitionen müssen wir hier dieser Drohung, sage ich mal, unterordnen, also erstmal rausnehmen, und wenn jetzt die Trümpfe nicht zu 5 dagegen stehen, und das tun sie nicht, dann ist das Spiel natürlich sicher gewonnen, denn jetzt gebe ich nur 3 Stiche ab und da können gar keine 6 Vollen fallen, denn in Pik wird ja nur der König mitfallen. So, ein Herz wird geschnippelt, obwohl ich gar keinen Vollen gedrückt habe. Also, Spieler 2 hatte wohl irgendwo die Fantasie, dass ich 3 Herzen dabei habe, hat mit Ass und 10 geschnippelt. Ist aber egal, denn Schneider frei werden sie noch, wo ich die beiden Piken abgebe. Zweites Spiel. Das Schöne an dem Spiel ist, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, zumindest nicht beim Reizen. Und insofern auch gar keine Überraschung, dass in Vorhand jetzt ein Grang zu finden ist. Buben kommen verteilt. Das bei 18, dann ist vermutlich Schneider frei unser Begehr. Hier einmal Herz unter durch, jetzt das Ass, also sehr wahrscheinlich zwei Buben, Herz Ass zu dritt. So, jetzt gucken wir mal, was kommt jetzt? Karo von oben und von unten. Ja, wenn er Karo König dabei hätte, dann hätte er wohl auch von unten gespielt, so wie eben. Das wäre auch dann etwas pfiffiger gewesen. Also von daher leicht anzunehmen, dass jetzt der Karo König noch bei meinem Partner ist, und bei 28 liegen kann ich jetzt in aller Ruhe die Karo Dame nachspielen, muss hier also nichts von meiner Seite her kaputt machen. Und Abwurf, blanke Kreuz Lusche zeigt mein Partner, was er halten muss, die Kreuz Dame. Damit kommen wir aus dem Schneider. Vorhandspiel mein erstes, aber nichts bekommen. Mittelhand kommt diesmal für 18 ran und er schiebt den Skat beiseite zum Grang Hand. Ja, Vorschläge fürs Ausspiel. Ass erstmal auf dem Tisch. So, König, Dame, alles klar. Die 10 ist besetzt, vermutlich beim Alleinspieler. Das war jetzt nicht so glücklich getroffen. 18 Augen. Die Pik 9 fehlt auch noch. Die hat vermutlich mein Partner. Also irgendwie nochmal eine andere Angriffskarte suchen. Karo, Dame kann ja auch aus meiner Sicht immer nochmal sein, wo ich selber 4 habe, dass in Karo was gestochen wird. Vielleicht Karo König liegt. Aber das war die Idee hier hinter der Karo Dame. Und ja, nach dem zweiten Stich haben wir jetzt 36 Augen. Karo kommt zurück. Jetzt habe ich hier noch eine andere Idee. Es kann ja auch mal sein, auch wenn er bei 18 Grang Hand spielt, ist es vielleicht nicht zu vermuten. Aber in diesem Format kann ja auch mal sein, dass mein Partner sogar zwei Buben hat. Naja, das wäre schon sehr gewagt, aber da langt es mir klein rauf zu gehen. Irgendeinen Siegplan gegen so einen Granghand musst du ja erstmal aufstellen. So, da sehen wir, Alleinspieler sticht, hat nichts mehr abzuwerfen. Das bedeutet, wenn er noch was abzuwerfen hat, dann vielleicht höchstens ein Bild, was er bei 28 nicht zugeben will. Oder ihm droht tatsächlich noch viel größeres Ungemach. Das sah mit dem Pik-Buben aber eben nicht so aus. So, wenn mein Partner den Stich mit Kreuz 10 mit dem Bild macht, wo wir auf 36 stehen, dann hätte ich ein bisschen Fantasie. Das ist aber nicht drin. Er hat tatsächlich Kreuz, Ass, 10, Dame. Da war das eine Bild, was bei 28 natürlich nicht mehr abgeschmissen wurde vom Alleinspieler. Die Schneiderchance war zu groß. So sind wir aber raus. Jetzt kommt hier von meinem Partner, Spieler 3, kleiner Kommentar. Pik nach Platt. Also, sagt mir, okay, Pik 9 war wohl im Skat, dann hätte er Pik nachgespieltes Pik erstmal gestochen. Muss man allerdings da so ein bisschen abstrahieren. Wenn wir dann auf Karo auch nur die 18 Augen machen,
Dann haben wir zwar 46, aber dann wird der Alleinspieler, nur wenn er sehr dusselig ist, Kreuz von oben spielen, sondern möglicherweise die Kreuzdame direkt von unten ziehen. Und zu dem Zeitpunkt muss sich die Kreuz-Lusche dann noch mitbedienen. Wenn wir allerdings tatsächlich nach Pik 18, dann Pik Lusche 10, Abstich 30, wenn wir es dann schaffen auf Karo Ass, wenn ich da tatsächlich dann noch die Karo 10 reinpfeffer, dann haben wir 55 und dann der Kreuzstich, ja, dann wären wir tatsächlich zu Hause. Und da sind wir wieder bei den berühmtesten Sprüchen beim Skat. Wäre gewesen, hätte, wenn und aber. Drei Asse, zwei Buben für 18 rangekommen. Diesmal muss man natürlich sagen, Pik 9 und Herz 9 eher enttäuschend. Immerhin schon ein ganz guter Ansatz, aber jetzt natürlich auch gar nicht mehr so toll, dieser Fünftrümpfer, gerade wo ich noch diese Kreuz Dame dabei habe. Ja, man kann vier Augen Karo drücken, kann man eine Farbe wenigstens stechen. Ich entscheide mich jetzt hier aber, das Bild mitzulegen, denn diese Dame ist auch so ein Ärgernis. Es kann auch natürlich genauso wie Karo kann auch mal Kreuz rauskommen. Und wenn du die Dame dabei hast, dann hast du viel verraten. Was auch dafür spricht, sowas wie es jetzt hier passiert, es fallen ja selten 21 auf deine blanke Lusche. Na, da trauen sich die Gegenspieler dann meist auch nicht, in einem Stich alles auf eine Karte zu setzen. Und insofern gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich sieben Augen im Keller und kriege hier in der zweiten Runde die 13 zu stechen. Also auf jetzt 30 Augen. Und da er jetzt hier auch mit der 10 so locker rauf geht und so schnell, vermute ich auch, dass Spieler 2 noch die letzte Karo Lusche, den siebten, hat. Von daher jetzt auch noch keine Not, hier über die Dörfer zu gehen. Kann erstmal ganz in Ruhe eine Trumpfrunde spielen und gucken. So, das Schöne daran ist, jetzt habe ich hier den Kreuz König noch gefangen auf 45, damit bin ich ja schon ziemlich weit. Ich spiele jetzt noch mal klein raus. Ich mache es vielleicht den Gegner ein bisschen schwerer, wenn ich einen Buben ziehe. Andererseits, das kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, wie die fehlenden Trümpfe sitzen. Wenn nun gerade der Herzbube blank steht, dann war, oder der Kreuzbube sogar, dann war die Lusche genau richtig. Dann erkenne ich daran auch den Stand, habe womöglich einen Stich gespart. So wie es jetzt hier fällt, Lusche König, hätte ich vielleicht einen Tick höher rangesollt. So, Kreuz 10 stelle ich jetzt hoch vor. Falls Spieler 2 tatsächlich einen Überschlag hat, den hat er ja, und dann da mit dem Herzbuben nicht rüberkommt, aber er hat auch den Kreuzbuben, also das hat soweit erst nochmal nichts genützt. Das Schöne ist, ich stehe auf 46 Augen. Und wenn man auf 46 Augen steht, dann hätte es mir hier auch gereicht, wenn ich den Pik König bekomme. So bekomme ich jetzt, weil der Pik König abgeschmissen wurde, sogar die Pik 10. Also Spieler 3 hätte sich theoretisch den König blank stellen können, mich dann dazu gezwungen, nur den König mitzunehmen. Und da schreibt es auch Spieler 2. Mensch, Pik König halten. Ja, er hat im Prinzip die richtige Idee. Den König blank stellen sogar, um damit die 10 zu schützen. Ich wäre allerdings, weil ich 46 schon liegen hatte, auch dann auf 61 gekommen. So, die Spieler sind also hier durchaus ein bisschen in Analysemodus. Und das ist was dran, was sie schreiben. So, lasse ich mich aber gar nicht von beeindrucken. Nehmen für 18 wieder auf und wieder schön gefunden. Jawohl, Kreuz, Bube mit dabei und Herz 10, herrlich. So, wird natürlich auf jeden Fall ein Grang. Frage ist nur Herz Dame mit runter oder Kreuz Lusche. Ich entscheide mich jetzt hier die Viererlänge, die noch ein bisschen Stärke verspricht, wenn nicht gerade der König zu dritt sitzt, oben zu halten. So, eingespielt, Buben kommen verteilt, dann geht es jetzt nur noch um Schneider. Jetzt testen wir also, ob hier der Herz König glatt sitzt, ob die drei fehlenden Herzen 2-1 sitzen, das ist nicht der Fall. Also Kontrolle ist schiefgelaufen. Insofern, um mir die Herzdame zu etablieren, muss ich jetzt direkt dreimal Herz spielen, um den König rauszuholen. Da kann ich jetzt mir leider keinen Kreuzunterzug erlauben und deswegen ist die Schneiderchance ein wenig wieder weggerückt. Wenn jetzt natürlich Pik kommt oder Karo, dann wird es wohl nichts mit dem Schneider, weil ich dann zwei Kreuz abgebe. Aber Spieler 3 möchte hier einmal den blanken Kreuz selber öffnen, da kann ich tauchen und dann ist natürlich doch Schneider.
Dann haben die Gegner nur diese zwei Stiche bekommen. Also ein sehr schöner Auftakt hier, 3 zu 0 und schon wieder drei Jungs. Und das sieht man doch gerne, hier wird wirklich fair gereizt. Ich weiß ja, dass beim Rocket gezwungenermaßen in diesem Format auch der eine oder andere mal über die Stränge schlägt, aber bei so einem Spiel hier bei 18 rankommen, das ist doch genau, das ist doch fair. Und das freut einen natürlich auch, wo ich hier nur so einen einfachen Karo habe. Findung, okay, ein Ass dabei, dann bleibt es bei einem ziemlich soliden 6-Trumpf-Spiel Karo. Und der erste Stich zeigt mir ja, Spieler 2 hat 4 Trumpf dagegen, also der Grang, da wäre sicher nicht so gut gelaufen. Karo steht schon mal zu dritt, also von daher alles richtig gemacht mit dem Karo. So, kann mich gar nicht so erschrecken, auch wenn ein Karo Voller jetzt natürlich noch einen Stich macht und es noch einen Kreuzstich gibt, aber die Beikarte ist ja sehr gut mit zwei Assen und sitzt auch noch hier Kreuz 10 blank, dann kann ja an sich überhaupt nichts passieren. Gut, 35 sind sie raus, Herz 10 ist noch unterwegs, schmeiße ich nochmal ab, 42 und alles bitte hier abliefern. Halbzeit 370, 4 zu 0. Ja, so darf es weitergehen. Manchmal kann Skat so einfach sein und so viel Spaß machen. Hier habe ich natürlich, ja, wie ich euch kenne, schreibt ihr mir wieder null Ansatz. Warum hast du nicht gereizt? Naja, weil die schon bei 24 sind und zwei Leute reizen und vor allen Dingen mit zwei Faulen, also Kreuz 10 und Herzbube. Wäre sowieso nicht mein Stil, da mit 0 zu reizen. Entweder, wenn du nur eine Faule hast, dann reizst du bis auf 0 Ouvert. Ja, mit zwei Faulen einfach viel zu verwegen. Gut, es könnte ja auch ein Pik sein, aber zwei Reizungen, Leute, die Chance, dass da jetzt was Passendes drin liegt, die sind nicht besonders gut. Dafür ist die Chance recht groß, dass die Farben ungünstig quer verteilt sind. Und deswegen gehe ich in so ein Ding jetzt hier nicht rein. So, das ist natürlich ein unschöner Aufschlag, gerade wo ich herzfrei bin. Und dann noch der Kreuz König. Ist ein ganz klares Indiz übrigens, dass Spieler 2 fünfmal Kreuz hat und jetzt erhofft hat, dass ich direkt stechen kann, weil der Alleinspieler vielleicht Ass und 10 hat. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das, was jetzt passiert. Und gerade wo ich jetzt zwei Buben habe, sehe ich natürlich so eine sehr aggressive Aufschlagkarte nicht so gerne. Da fliegt der nächste König. Also die Könige sitzen locker, die Buben sitzen zusammen. Und ja, jetzt schmeißt der Spieler schon nach 5 Stichen die Karte weg, hat nur die drei hohen Asse und die beiden alten, gewinnt jetzt mit 63. Ja Mensch, wenn da mein Partner mal Herz aufgeschlagen hätte, der wird ja wohl, muss ja das Herz Ass haben. Dann wäre die Kreuz 10 weg gewesen und dann wäre auch das Spiel weg gewesen. Im Nachhinein sogar, wenn nur die Kreuz Zwische kommt, wobei der Alleinspieler dann vielleicht sein Spiel wieder ein bisschen andersrum aufgezogen hätte, nicht einfach nur die Asse hingezogen. Das hat er sicher auch gemacht, weil er jetzt schon zu Hause war. Achtes Spiel, nichts zu erkennen. Immerhin Gegenreizung und gezwungen ins Handspiel. Karo Hand. 14, 29. So weit, so gut. Da kommt der nächste Stich auf 43. Naja, die Frage ist, irgendwann wird der Spieler wohl auch noch eine Stärke haben. So, ich bleibe nochmal unter 45, um jetzt vielleicht nochmal den siebten Pik überstechen zu können. Vielleicht hat mein Partner sogar Lust, nochmal nach in Herz reinzustechen. Also es sind theoretisch erstmal noch ein paar Optionen da. Jetzt kommt aber das Kreuz Ass und das heißt ja wohl, entweder der siebte Pik schläft oder der Spieler hat ihn in der Hand und damit an sich die Hoffnung gestorben, hier was zu bewegen. Da geht die Karte auch auf, der Spieler zeigt sein Blatt, hat Rest, Pik Lusche selber in der Hand. Wäre sonst ja auch kein gutes Spiel gewesen, so sind wir raus.
So, was haben wir denn hier? Zwei Asse, zwei Buben und ein paar Trümpfe in Pik oder Karo oder was wir sonst so finden. Auf jeden Fall erstmal halten und dann bei 22 rangekommen, erstmal erschreckt. Denn Pik wollte ich ja selber spielen. Dann, ja, ist das ein Wunder? Kann man bei 22er Gegenreizung hier tatsächlich zwei Asse aufnehmen? Und was heißt jetzt diese 22er Reizung? Ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Der wird nicht allen Ernstes einen Pik gereizt haben. Glaubt ihr ihm das? Ja, vor allen Dingen, das muss ja entweder ein Viertrümpfer sein, oder wenn er überhaupt fünf Trümpfe hat, dann hätte er ja auch noch weiter gekonnt. Also das glaube ich ihm nicht. Ich drücke jetzt sieben Augen, behalte auch die Pik noch in der Hand. Wie gesagt, das glaube ich ihm gar nicht, dass er den gereizt hat. Und selbst wenn, dann wird er vielleicht aus seiner Pik 10 zu dritt aufspielen. Also sieben Augen runter, Bube raus. Ich meine, vier Asse, zwei Buben, hört man, ne? Im Rocket. Das muss doch so funktionieren. Und jetzt hier, erste Geschichte nicht so schön. A, Spieler spielt sauber, geht nur mit dem Pik-Buben rauf, zeigt damit seinem Partner, er hat auch den alten noch und kriegt die Kreuz 10 geladen. Kreuz 10 macht mir wieder Hoffnung, weil es potenziell erstmal wie eine Gegenfarbe zu Pik aussieht. Das heißt, jetzt muss Spieler 2 doch an sich, wenn er den Buben gezogen hat oder auch nicht, dann mit Pik antreten. Nein, 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 das ist jetzt natürlich unschön. Jetzt kommt Herz auf den Tisch, wo ich ausgerechnet den König im Keller habe. Also jetzt wird es natürlich ein bisschen brenzlig hier, das Spiel. Herz fehlen jetzt noch, 10 Dame, Musche. Ja, also jetzt muss ich an sich mal gucken, ob wenigstens, ob vielleicht Pik 10 blank ist oder ich wenigstens mir die Pik Flöte etablier, Unterzug kann ich mir nicht erlauben. Und jetzt das, guckt euch diesen Stich an. Ich könnte den Rechner aus dem Fenster werfen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt hat der Spieler in Mittelhand allen Ernstes auch noch die Pik 10 zu dritt. Vermutlich die Herz 10 zu dritt. Die Herz Lusche vom Spieler 3 deutet so ein bisschen darauf hin. Dann hat er in beiden Farben Lusche, Dame 10 und hat es jetzt tatsächlich irgendwie glücklich geschafft, obwohl Kreuz 10 gewimmelt wurde, jetzt nicht Pik im zweiten Stich zu treffen, sondern mein blankes Ass. Ja, jetzt bin ich natürlich verraten und verkauft. Wenn es wirklich so ist, wenn er tatsächlich beide Herz noch hat, dann kann ich gar nichts machen. Dann hat er übrigens ja drei Pik, drei Herz, zwei Buben, dann hätte er überhaupt nur noch ein Kreuz, ein Karo. Kann sogar sein, dass Spieler 3 dann alle sechs Kreuz hat oder wie? Oder alle Karos stehen. Ja. Schwer jetzt hier noch was zu tun. Ich spiele den Pik raus. Gut, im Idealfall, wenn ich die Karte wirklich so stelle, wie sie jetzt tatsächlich steht. Hier sieht man es jetzt tatsächlich, Herz auch noch zu dritt. Hätte ich erst die beiden Asse noch abspielen können und dann Buben rausspielen können. Und damit hätte ich am Ende Pik Dame, Pik König den Stich noch machen können, weil der Alleinspieler dann selber mit Pik 10 Dame antreten muss. Wäre ich aber auch nur bis auf 58 gekommen. Also eine bittere Pille. Ja, was soll ich euch sagen? Daraus werden die Skat-Anekdoten gemacht. Erst zwei Asse gefunden, dann vier Asse, zwei Buben in Vorhand und dann erst erschrecken, dann freuen und dann nochmal auf die Nase fallen. Perfekt. Nun bin ich natürlich bedient aus der schönen Liste hinten drin. Kann gut sein, dass jetzt beide auch noch mir die Kohle abknöpfen. Das ist ja gar nicht so schön, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen fokussieren. Hier drei Spiele, dass wir da noch mal irgendwie was gegen machen. Der Gang hier könnte natürlich interessant werden, denn mein Partner hat 33 krakeelt aus Mittelhand. Ja, hat er vielleicht zwei Buben? Weiß man's. Auf jeden Fall ist das eine typische Situation, wo ich jetzt erstmal die Gegenfarbe zeige, also Kreuz, um mein Pik Ass zu zeigen. Damit mein Partner, der ja sowieso auch noch Pik gereizt hat, jetzt auch seine lange Farbe spielt. Im Idealfall natürlich vorher vielleicht sogar noch einen Buben abzieht, wenn er einen zweiten hat. Und er hat einen zweiten Buben. Und dann kann jetzt natürlich, kann ich anfangen, die Vollen auch zu verwimmeln. Im ersten Buben wird die Gegenfarbe gezeigt, danach kannst du die Vollen zeigen. So, mein Partner hat selber noch ein Ass und der Alleinspieler hat kein Kreuz. Wunderbar, stechen kann er nicht. Herz 10 habe ich schon gezeigt. Jetzt zeige ich Karo 10, dann ist ja auch klar, die Asse habe ich nicht. Also jetzt habe ich sowohl die Gegenfarbe angezeigt im ersten Stich, als auch beide Zehner gewimmelt. Wenn mein Partner jetzt nicht auf die Idee kommt, Pik zu spielen,
Dann weiß ich es auch nicht, aber er kommt auf die Idee. Und damit haben wir schon genug. Und jetzt wird's natürlich bitter. Schneider Schwarz droht hier im neunten Stich, wenn der Alleinspieler das falsche Ass abgeschmissen hätte. Er hat aber noch das richtige Ass gehalten, verliert 25 Schneider. Die Jungs sind hier wirklich fair, kann man nicht anders sagen. Hier kommt gleich die Entschuldigung, sorry, Pik Bube im Stock, hat eigentlich dann ohne 3 gereizt, Herz oder Karo. Ja, ärgerlich für Spieler 3, der hätte natürlich mit Pik Buben im Stock einen Raketen rein gehabt. So ist es aber nicht gekommen, und das bringt mich natürlich erstmal wieder ins Geschäft. Zumindest habe ich jetzt nur noch einen, der vor mir ist. Leider allerdings in Spiel 11 wieder mal kein Material. Also gucken, ob wir Spieler 3 jetzt so noch mal einen verpoolen können. Hört sich ein bisschen gehässig an, aber so ist es nun mal. Wenn du nicht allein spielst, dann gibst du eben alles, damit der Alleinspieler es schwer hat. So, hier kommt Karo Bube, und wenn ich sowas wie die drei unteren Buben habe, dann würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, den Karo Buben zu spielen, sondern lieber den Pik Buben, denn dieser Stich verrät mir ja jetzt, dass Spieler 3 die drei unteren Buben hat. Auf Pik Buben hätte ich vielleicht auch die 10 gelegt, vielleicht aber so nur die Dame, und wenn dann Kreuz Bube fällt, dann weiß ich noch nicht, dass es ein so trumpfstarkes Spiel ist. Und das kann durchaus Konsequenzen haben, so wie jetzt nämlich hier. Mein Partner spielt Kreuz Dame nach, und die ist ja irgendwie verdächtig. Wenn er die 10 zu dritt hat, hätte er wohl eher die Lusche gespielt. Also kann sie womöglich auch mal blank sein. Ja, da war ich jetzt am Überlegen. Habe ich denn die Lizenz, auf den Partner zu schneiden? Na gut, ich sag euch mal so. Also wenn einer sie hat, dann habe ich sie doch wohl. Denn es geht ja hier schließlich um meine Knete. Also ich lasse jetzt hier mal die ganz konsequent, sage ich mal, die Kreuz-Lusche fallen und stelle das Spiel so, dass Spieler 3 noch die Kreuz-10 mit der 9 in der Hand hat. Dann kann jetzt mein Partner erstmal eine Farbe weiterspielen, Herz oder Pik mir öffnen, wo ich die vollen habe, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, jetzt schneide ich natürlich nicht mehr, denn erstens mal habe ich sowieso nur Pik König zu zweit, wenn der Alleinspieler da die 10 zu dritt hat, komme ich sowieso nicht ran. Zweitens mal habe ich die Karte ja nun auf Kreuz 10 gestellt, also nehme ich raus. Und ja, damit mein Partner nicht jetzt noch aus Versehen irgendwie einen Vollen da ins Geschäft investiert, Pik 10 oder Herz Ass, spiele ich einfach Trumpf zurück. Denn diese 6 Trümpfe waren ja schon klar. So, und jetzt, das ist ein sehr gutes Zeichen. Der Alleinspieler zupft noch in den Trümpfen rum. Er hofft natürlich, dass ich jetzt den Kreuz König abschmeiße, damit er die Kreuz 10 etabliert bekommt, aber das tue ich nicht, weil er jetzt schon ausgerechnet ist, da schmeiße ich mir lieber auch die Herz 10 blank, ist doch alles klar, und da kommt die Kreuz 9. Haben wir alles richtig gemacht, alles richtig gesehen. Knack, knick, Herz 10 darfst du haben, und der Alleinspieler verliert mit 52. So, 256 zu 315. Ein Spiel noch, ja, entweder ich muss gewinnen, oder er darf noch mal eins rechts schreiben. So ist jetzt mein perfider Plan fürs letzte Spiel. Gut. 18 kann man ja damit mal halten. 20 leider nicht. Ja, schade, schade, Schokolade. Spieler 3 hat auch gepasst. Damit ist das letzte Spiel für mich jetzt relativ uninteressant. Ich werde die Liste als Zweiter abschließen. Das heißt, Glückwunsch Spieler 3, auch wenn du gerade noch einen auf die Nase bekommen hast, hast du immerhin die Meerjungfrau geschlagen. So, das Spiel sieht natürlich stark aus, wenn hier das Trumpf Ass schon reingeht, ein 6 oder ein 7 Trümpfer, sonst wäre das Trumpf Ass hier wohl noch nicht gekommen. Und ja, auch wenn nur noch der Karo König fehlt und es sehr ungewöhnlich wäre, wenn der Spieler den in der Hand hat und dann nicht geschnibbelt hat, sehe ich eben gegen so ein trumpfstarkes Spiel mit dem Ass an der Seite auch keine andere Chance, als trotzdem die 10 zu testen. Und dass hier nicht übergestochen wird, die 7, bestätigt natürlich, dass es ein 7-Trümpfer sein muss und mein Partner keinen Trumpf mehr hat. Also Spieler 2 noch zwei unbekannte Karten im Blatt, wie S15 Augen, alle Optionen, um jetzt noch rauszukommen. Diesen Stich sehe ich natürlich nicht so gerne. Wenn mein Partner hier das Ass legt und die 10, hätte ich das die Dame zugegeben, dann wären wir schon raus. So kommen wir jetzt
vielleicht nicht mehr raus. Doch, kommen wir doch, weil die 10 noch beim Alleinspieler ist, die kriegen wir dann. Wenn er jetzt natürlich eine Kreuzlusche in der Hand hat, wäre es nicht, hätte es nicht geklappt. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende. Es ist mal wieder gelaufen wie beim Skat. Erst gestartet wie eine Feuerwehr und dann leider auch genauso stark eingebrochen und abgebaut. 256, habe mir aber nichts vorzuwerfen. War eine lustige Runde, hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis bald und wie immer, gut bleibt.